2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Spiel doch mal und wir bedanken uns bei allen Fans, die uns so gut unterstützt haben. Um so viele Berichte und Interviews veröffentlichen zu können, braucht es aber noch die Menschen, die uns Rede und Antwort stehen. Da geht auch ein großes Dankeschön und ein frohes neues Jahr an all unsere Interviewpartner, nämlich an Matthias Notch von Frosted Games, Andrea Milke von Amigo, Ralf Fruhn von Hall Games, Ronja Lauterbach von Pegasus Spiele, Frank Heeren von Feuerland, Ralf Siedeck, Matthias Wagner von Abacus Spiele, Peter Bernheiser von Pegasus Spiele, den Katan-Schöpfer Klaus Teuber, den Illustrator und Autor Michael Menzel, Sascha Dreher von Kosmos, Michael Lindner von Darmstadt Spielt, dem Autorenpaar Inka und Markus Brandt, Andrea Stadler von Hoch and Friends, Dirk Geilenkäuser von Hans im Glück, Ralf Paul von Kicket, Sabrina Rath von Kosmos, Benjamin Schönheiter von Portal Games, Andreas Finke von Amigo, Wolfgang Lüttke von Kosmos, Henning Kröpke, Kai Möllerken von Ludicreations, Johannes Jäger alias Hunter, Bert Nilgen von Piatnik, dem deutschen Wizardmeister 2016 Carsten Schmidt, Björn Müller-Metzig von Müller-Metzig Spiele, Robin de Kleur von Asmodee, Philipp Schmidt von Eggert Spiele, Dominik Metzler vom Friedhelm Merz Verlag, Peer Schwan von Pegasus Spiele, Michael Blumöhr von Darmstadt Spielt, Annette und Ronny, Peter Neugebauer, Heinrich Hüttelmann von Ravensburger, Alexander Pfister, Arndt Fischer von Kosmos, Sven Bieberstein vom Heidelberger Spieleverlag, Anke Brunner von Schmidt Spiele, Sören Paukstadt von Lookout, Oliver Schneider von 2MT Games, Peter Eggert von Eggert Spiele, Andreas Steiger, Saskia Groh von Pegasus Spiele, Steffen Bogen, Steffen Lüdemann von Kosmos, Andi Brüggemann von Pegasus Spiele, Georg Wild von Hans im Glück, Sebastian Hein von Pegasus Spiele, Stefan Stadler, Jan Kronauer alias Kron, Klaus Ottmeier von Pegasus Spiele, Markus Nickisch von Haber, Benjamin Teuber und Heiko Eller-Bilz vom Heidelberger Spieleverlag. Vielen Dank an euch alle.